aus der Ferne ist er nicht ganz so hässlich. So, jetzt kann Professor Fly reden. Ich komme runter! Alles in Ordnung? Teststunde. Das sind vier sinnlos. Was siehst du? Gleichgültigkeit. Das ist gar nichts. Nicht mal moralisch verwerflich. Tut mir leid. Wozu war noch der... Er misst anhand der Atempartikel die verbleibende Lebensspanne des Testsubjekts. Meine Schreibkunst hat stark nachgelassen. Ich bin jetzt für die Gesellschaft entbehrlich. Ich bin wirklich ungern so unglaublich ehrlich, aber das ist ehrlich unglaublich. Wenn dein Chef dich noch nicht entlassen hat, heißt es, dass du noch viel geben kannst. Keine Diskussion. Flieg schön an die Decke. Die Höhenluft bekommt ihr. Was soll ich jetzt machen? Also ging Dan Murray von Bord und... Nein, er blieb an Bord. Oder doch nicht. Er wollte da ja keine Wurzeln schlagen, stimmt's? Hör genau hin. Ich werde... Fleiß. Versuch's Kaninchen. Ja, sag mal, hast du dir die Hand verkohlt? Schmerz. Schmerz inspiriert mich. Ein Vers. Ein ganz neuer Vers. Eine höllische Sonne versengt mir die Haut. Präzise, grausam und verschlagen. Soll ich dir die Fresse polieren? Macht mir nichts aus. Nein, zu gewöhnlich. Das inspiriert mich nicht. Neuen Schmerz für neue Verse. Zeig. In Ordnung. Warte hier. Du. Ich hätte da was. So. Was Neues. Zeig mir was Neues. Salz und Zitrone. Na, irgendeine Inspiration? Es inspiriert mich. Ich spüre es. Die Stärke, die Dauer. Erzähl's mir. Wie ein ausgehungerter Zombie frisst mein linkes Auge mein Hirn. Was für ein Gedicht, mein Freund. Was für ein Gedicht. Danke, mein Freund. Danke, Freund. Das würde ich jetzt gleich mal nachmachen. Ich werde mir jetzt Salz und eine Zitrone ins Auge, oder Zitronensaft ins Auge tun oder spülen. Ja. Hey, Poet. Willst du wirklich? Wirklich. Worte sind mehr. Worte als Schmerzen. Schmerzen. Ja. Deine Mutter hat einen Bart. Was für ein Typ. Was für ein Typ. Du bist eigenartig. So sehr. Du verstehst nicht. Eigenartig ist was Schlechtes. Eigenartig ist nicht schlecht. Klar, schon. Aber ich sage es auf eigenartige Weise. Eigenartig? Mein Gott, ey. Du bist nicht nur abscheulich, sondern auch hässlich. Richtig hässlich. In Großbuchstaben. Und abscheulich. Auch in Großbuchstaben.
Du bist nicht nur hässlich wie ein Mann, ist er hässlich, sondern... Heiliger Baseballgott, gib der Mutter einen Schläger, damit sie den Kerl in Form haut. Was für ein Typ. Mein Gott. Keine Beleidigung, Schwachkopf. Hey. Der muss aber einen Tee haben. Da ist für Ich glaube, ich habe eine Idee. Nee, du nicht. Da gibt's keine... Fast so. Als Kind war Dan Kleinpanorer gewesen. Also nahm er irgendwas... und zertrümmerte. Aha, okay. Erst muss ich den Test bestehen, aber das möchte ich nicht kaputt. Mit dem Schläger mache ich alles kaputt, aber nur im Trockenen. Das lasse ich nicht. Ich kann ganz gut zielen. Warum soll ich ihn ärgern? Lieber nicht. Soll hier irgendetwas kaputt machen? Ich hätte da was. Vielleicht ins Bild. Was Neues? Zeig mir was. Ein Schläger. Ich wiederhole mich nicht. Wie heißt das, du... Hast dir schon selbst mit einem Schläger... Was Neues? Och, Mann. Als Kind war Dan Kleinpanorer gewesen. Also nahm er irgendwas und zertrümmerte irgendwas anderes. Ich weiß nicht, was ich zertrümmern soll. Als Kind war etwas... Geht durchs Leben, als müsste er. Wir haben ihn wohl noch nicht genug getreten. Ich will doch dem armen L. Ich will doch dem. Damit käme ich vielleicht rein. Aber wenn Willy mich sieht und einlädt, komme ich zu nichts mehr. Gut, dass der depressive Blechkamerad eben nicht rausgekommen ist. Ich will mich nicht quälen. Irgendwas muss ich doch hier machen. Hm.
trimme also irgendetwas gerne. Alles in Ordnung? Dann mache ich noch einmal den Test. Wenn das nicht hilft, dann weiß ich wirklich auch nicht. Das sind vier sinnlose Kleckse. Was siehst du da? Gleichgültigkeit. Das ist gar nichts. Nicht mal moralisch verwerflich. Ja, weiß ich denn nicht, was ich denn machen soll. Flieg schön an die Decke. Was für ein Typ hier. Ich weiß auch nicht, was ich. Sehr niedlich. Wenn ich den Test bestanden habe, löse ich das hier. Irgendwas sollte ich doch kaputt machen. Komm schon. Das möchte ich nicht kaputt machen. Was ist es dann? Zertrümmerte irgendwas anderes. Etwas, das sein Chef ihm überlassen hatte, glaube ich. Ach so. Also Leute, ich hab's jetzt verstanden, was ich machen muss. Na gut, hiernach mache ich jetzt sicherlich. Wir hatten besser. Ach komm schon. LP von Black Mirror 3. Das hätte mein Chef hinterlassen. Zack, 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 zack. Wenn ich das Auto der Frau meines Chefs platt mache und er kriegt es mit, bin ich aus dem Spiel. Aber Fly würde mich als Versuchskaninchen annehmen. Dann wäre ich Liz einen Schritt näher und auch der Reportage, die mir den Job sichert. Was sowieso keinen Unterschied mehr macht. Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich breche das Spiel ab, erfinde eine Reportage und behalte meinen Job. Wäre nicht das erste Mal. Oder ich lasse mich rauswerfen und suche das unausstehliche, blöde Papa-Töchterchen. Das Los Angeles Stadium. Freitagabend. Manny Brown. Rico Sandretti. Das ist das wirklich Wichtige im Leben. Vielleicht, ich weiß nicht. Oh, yo. Vielleicht habe ich diesmal ein bisschen übertrieben. Ach. Wenn mein Chef das... So, jetzt muss ich das noch dokumentieren. Bin ich Fotograf? Hey, Kleiner! Mary, 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 Mary! Mary! Haben wir Hinrichtungsformulare?